Ja, moin und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Schleswig-Holstein in Bewegung. Heute mit Hauke Schulz von der Linken Rendsburg. Hauke ist auch Direktkandidat im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde für die Bundestagswahl. Herzlich willkommen, Hauke, schön, dass du dabei bist. Hi Lorenz, danke für die Einladung. Sehr gerne. Freue mich, dass du dabei bist. Und unser Thema, ihr habt es ja gesehen, wir hatten schon einige Themen. Um Soziales haben wir uns gekümmert, um die Situation der Pflegekräfte in Schleswig-Holstein. Und jetzt eben das Thema auch Digitalisierung. Und wir werden es aber diesmal so machen, dass wir eben nicht nur zu Schleswig-Holstein, sondern insgesamt auch zur Frage der Digitalisierung natürlich kommen, weil es ist eigentlich nicht zu trennen, wir Land und Bundespolitik in diesem Fall. Also werden wir kursorisch sicherlich auch die Bundespolitik an dieser Stelle streifen. Hauke, bei uns ist es gutes Gang und Gäbe, dass immer die Gäste sich selbst noch einmal vorstellen, ein bisschen zu ihrem persönlichen Background. Das ermöglicht uns auch immer ein bisschen ins Gespräch zu kommen und daran anzuknüpfen. Vielleicht magst du dich einfach mal selbst vorstellen. Gerne. Hauke Schulz, mein Name, 36 Jahre alt, frischer Vater. Im März habe ich einen Sohn bekommen, vielmehr meine Frau. Wohnen in Rendsburg, haben vorher in Hamburg gewohnt, sind eigentlich aber aus Rendsburg. Ja, bin seit vielen Jahren als Unternehmer aktiv gewesen, hatte schon 3, 4 Firmen. Bin bei den Linken schon relativ lang aktiv, war in der Jugend bei den Jusos, bin da dann aber auch erfolgreich eigenmotiviert irgendwann ausgeschieden und habe neuen Anschluss dann bei der Linken gefunden. Bin von der Linken Hamburg-Langenhorn dann mit dem Umzug auch natürlich gewechselt in Ortsverband Rendsburg. Bin da ziemlich aktiv, auch im Stadtrat, sitze dort in Rendsburg im Finanzausschuss der Stadt Rendsburg. Bin im Kreisvorstand von der Linken Rendsburg-Eckernförde und ja, bin jetzt auch der Direktkandidat dann für die kommende Bundestagswahl bei uns im Kreis. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch und schön auch, dass du den Weg in die Linke gefunden hast. Danke. Das freut mich sehr. Heute Morgen war es bei unseren Kindern so: Aufstehen, Computer anmachen, online gehen und dann miterleben, dass die Online-Plattformen erstmal down waren, weil der Ansturm wohl heute Morgen doch relativ heftig war. Läuft da irgendwas falsch bei der Digitalisierung gerade? Ist es tatsächlich so schlimm? Also ich habe mir vorher noch mal die Statistiken angeguckt und Deutschland liegt ja insgesamt für einen Industriestaat bei der Frage der Digitalisierung relativ weit hinten und auch in Schleswig-Holstein scheint es nicht so zu klappen. Wo sind da die Fallstricke? Was läuft da schief? Ja, also jetzt mal vorweg, um auf die Schulen einzugehen. Also das macht tatsächlich den Eindruck, als ob die Sommerferien komplett verschwitzt wurden. Ne? Es wäre ja in den Ferien die Möglichkeit gewesen, mal die Infrastruktur auszuspielen, aufzubauen, zu testen. Ja, es war ja so, dass wir doch schon die erste Corona-Welle im März hatten. Scheinbar wird das Ganze dann im Sommer verdrängt und jetzt muss im Eilverfahren müssen Lösungen gefunden werden, Workarounds gebaut werden. Das alles hätte schon längst wesentlich besser geregelt werden können. Aber wurde ausgelassen und das ist beschreibend für das ganze Thema Digitalisierung. Das wird gerne nebensächlich, wenn überhaupt, behandelt, gerade im Thema Schulen. Wir von Die Linke fordern ja auch bundesweit, dass Jugendliche Zugang haben müssen, also dass sie mit mobilen Endgerät ausgestattet werden. Aber das ist aktuell noch nicht die wirkliche Situation. Bei uns im Kreis ist es so, dass wir jetzt durch die Corona-Situation 400 Endgeräte angeschafft haben, ja, die dann halt Schüler zur Laie mitkriegen können, um halt überhaupt am Lehrangebot teilzunehmen. Ob das dann wirklich ausreicht, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Aber de facto ist es gerade so, dass alles kurzfristig dann, wenn es quasi schon zu spät ist, probiert wird umzusetzen, sieht man jetzt entsprechend wie bei euch, ne? Die Lernumgebung funktioniert noch gar nicht, weil sie in den Ferien gar nicht mal ausgerollt wurde, nicht probiert wurde. Da sind wir tatsächlich ziemlich schwach. Gehen wir mal aufs Ganze, aufs Bundesgebiet. Ja, unsere Struktur ist nicht gut, vor allem gerade, wenn man mal schaut, was in Deutschland zum Beispiel für Mobilfunkverträge bezahlt wird. Ja, erstmal, auf was für eine Laufzeit werden die in Deutschland geknüpft? Bei Privatpersonen gerne 2 Jahre, bei Firmen gerne 3, 4, 5 Jahre mit horrenden Grundgebühren, die in anderen Ländern wesentlich günstiger sind. Bedeutet, man hat jetzt ja eigentlich die Erwartungshaltung, okay, die Netzbetreiber spielen wir uns so einen Umsatz ein, dass sie eigentlich eine
eine großartige Infrastruktur aufbauen können, aber es wird dann für andere Sachen genutzt. Ne? Vielleicht macht eine Vodafone in einem anderen Land keine Gewinne und nutzt Umsätze aus Deutschland oder. Aber die Struktur hängt hier absolut nach. Ne? Also Deutschlandfunk, wie heißt die, Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk, sagt immer, Schleswig-Holstein ist der Musterknabe in Deutschland. So, mag auch sein im Bundesvergleich, ich bin jetzt in allen Bundesländern nicht so genau im Thema, aber wenn wir jetzt bei uns im Kreis mal schauen, nördlich des Nordostseekanals oder westlich unseres Kreis Rendsburg-Eckernförde-Gebietes haben wir viele Gebiete, die gerade mal, wenn überhaupt, dann auf 16 Mbit kommen mit ihrem Anschluss. Und das ist nicht mal unbedingt gegeben. Ist nicht ausreichend, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Wir beide machen jetzt eine Videokonferenz oder Ähnliches. Da braucht man schon ein gewisses Datenvolumen oder eine gewisse Bandbreite. Volumen ist falsch. Mobilfunk ist es ähnlich. Wir haben viele Gebiete hier, wo nicht mal ein Mbit erreicht wird. Heißt, da kann man dann gar nicht wirklich ordentlich mit arbeiten. Also es bedarf viel Investition und viel Ausbau der Infrastruktur, um wirklich ein Musterknabe zu sein im europäischen Vergleich, weil der Musterknabe im deutschen Vergleich ist, glaube ich, nichts wert. Ich sitze hier im Beirat der Bundesnetzagentur, die sozusagen das Ganze überwacht und koordiniert. Und da hatten wir jetzt vor einem Jahr war es etwa eine Debatte über diese Frage der Netzabdeckung, die du genannt hast. Und da wurde uns dann eine Karte vorgelegt. Und da war ich doch ehrlich gesagt ein bisschen platt, zuerst als ich die Karte gesehen habe. Und zwar war auf dieser Karte zu sehen, dass nur 3% in Deutschland ohne Netzabdeckung sind. Das heißt, 97% sind Netzabdeckung. Da habe ich gedacht, ist ja doch viel besser, als ich immer den Eindruck habe. Also wenn ich mit der Bahn fahre oder so, habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass das 97% sind. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgefragt, was wir denn da sehen auf der Karte, die uns dann sozusagen als Beirat vorgelegt wird. Und dann konnte man sehen auf dieser Karte, dass dort alle Gebiete als mit Netzabdeckung markiert sind, wo mindestens Edge ist und wo mindestens ein Netzanbieter ist. Das heißt, wenn da nur ein Netzanbieter ist, gilt es als Netzabdeckung. Die Problematik ist aber in Deutschland, wenn ich das nutzen wollte, dann bräuchte ich irgendwie ein Handy mit wie viel Anbieter? 4, ne? Bräuchte ich ein Handy mit 4 SIM-Karten. Ne? Ich glaube, das gibt es gar nicht, so ein Quattro-SIM-Handy. Es gibt Dual-SIM-Handys, aber Quattro-SIM-Handys gibt es nicht. Das heißt, in der Realität ist das überhaupt gar nicht nutzbar. Und wir als Linke haben gesagt, okay, machen wir mal einen Vorschlag. Gerade wo jetzt 5G kommt, machen wir einfach den Vorschlag, dann lass uns National Roaming machen. Das heißt, okay, wir gestehen zu, es gibt eben diese Netzanbieter, aber dann lass es doch ermöglichen, dass wenn ich aus einem Gebiet rausfahre, wo ich den einen Netzanbieter habe und in ein anderes Gebiet fahre, wo ein Netzanbieter ist, den ich vielleicht selbst nicht habe, dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, da reinzuwechseln in dieses Netz kostenlos. Und der andere Netzanbieter zahlt sozusagen eine kleine Gebühr. Wär das eine Lösung für dieses Problem? Und gibt es das in anderen Ländern? Weißt du das? Also das wäre sicherlich eine Lösung und ist wahrscheinlich sogar unumgänglich, wenn wir zumindest 5G flächendeckend schnell verfügbar haben wollen. Weil wir natürlich, also wir haben 3 feste Netze und dann halt noch ein virtuelles Netz, wenn wir dann über Drillisch oder Ähnliches reden. Ne? Aber die Telekom, Vodafone und O2 sind eigentlich die Firmen, die dann die 4G-Sendemasten folgend die 5G-Sendemasten aufstellen. Das war früher schon mal so. Die O2 hat früher schon mal die Datenleistung von der Telekom eingekauft, wenn kein Netz da war oder wenn man telefoniert hat, also vor vielen Jahren. Wurde dann aufgrund des eigenen Netzausbaus, ne, da wurde ja die E-Plus übernommen, da dachte man, okay, wir haben dann genügend Struktur, um es selber auf die Beine zu stellen. Ja, und genau, dann sieht man halt immer die Netzabdeckung. Wenn wir jetzt eine Schablone übereinander legen, also wir nehmen eine Deutschlandkarte und legen dann das Netz der Telekom drüber, dann das Netz der O2 drüber, dann das Netz der Vodafone drüber, dann haben wir eine hervorragende Netzabdeckung. Aber es ist ja tatsächlich nicht so, dass man bei allen 3 Anbietern da jetzt einen Mobilfunkvertrag hat oder ähnliches, sondern man hat seinen einen Anbieter, der ist nicht überall verfügbar und hat dann teilweise keinen Empfang oder Edge. Und Edge ist heutzutage fast gleichzusetzen mit keinem Empfang. Ja, weil
man kann nicht mehr wirklich was machen. Selbst in den Messengern gehen die einfachsten Sachen nicht raus. Ne? Also über Videokonferenz oder Ähnliches brauchen wir gar nicht erst reden. Nicht mehr die Basisfunktion ist mit Edge gegeben. Ne? Das hat ja auch U2 jetzt schon vor, ich glaube, einem guten Jahr optimiert, wo sie sagen, wir haben Verträge, die werden zwar auch dann gedrosselt, aber gehen nur auf ein Mbit runter. Also Edge ist eigentlich ein überholtes Thema und sollte man als Standard ganz rausnehmen und sagen, okay, wer sein 5G-Datenvolumen aufgebraucht hat, fällt dann halt auf 4G oder meinetwegen 3G. Aber Edge ist de facto eigentlich, ich bin nicht im Internet. Und um das wirklich kurzfristig lösen zu können, muss es eine Natural Roaming-Alternative geben. Ja, es wird jetzt nicht jeder Netzanbieter auf einmal deutschlandweit sein Netz derartig ausbauen wollen, finanzieller Herkunft, ja, und natürlich auch technischer Sicht. Das ist technisch unter Umständen überhaupt nicht zu realisieren. So viele verschiedene Sendemasten, wir haben auch nicht unendlich viele Frequenzen. Das heißt, wir können nicht mit allen Anbietern alles so auf die Schnelle umsetzen, dass wir um National Roaming, wenn wir eine gute Abdeckung haben wollen, eigentlich nicht drum herum kommen. Ja, das denke ich auch. Aber wie könnte man das verbreiten, das Wissen darüber? Weil ich habe häufig die Situation, wenn ich mit Menschen darüber diskutiere, auch bei Wahlkreispartnern erzähle ich das halt manchmal, was jetzt zu meiner Tätigkeit im Bundestag dazugehört. Und dann sind die Leute immer ganz erstaunt, weil sie ja auch damit zu kämpfen haben, dass sie eine schlechte Netzabdeckung haben, dass sie schlechte Geschwindigkeiten haben und ähnliches und sagen, ja, aber dann wäre doch das mit National Roaming ganz gut. Und auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass gerade die Deutsche Telekom da sehr viel Druck gemacht hat, dass das, was wir auch als Linke vorgeschlagen haben, dieses National Roaming eben nicht kommt, weil die Telekom eben das beste Netz hat und will keine Konkurrenz haben, will diese Monopolstellen, also naja, auf jeden Fall diese Vorrangstellen, es ist ja keine Monopolstellung, aber sie hat eine Vorrangstellung beim Netzausbau, will sie natürlich behalten. Und wie könnten wir als Linke das erreichen, das mehr in die Öffentlichkeit zu bringen? Ich glaube, dazu gehört für uns als Linke überhaupt erstmal zu verstehen, dass Digitalisierung auch eben eine Frage der Teilhabe ist, oder? Genau, richtig. Also ich denke, man sollte es mittlerweile so verstehen, wie man von den Stadtwerken vielleicht sein Wasser bekommt oder seinen Strom bekommt, ne, sein Gas bekommt. Ja, genauso hat man mittlerweile auch ein Anrecht, seine Daten zu bekommen oder versenden zu können. Ne, so, das gehört mittlerweile ganz fest dazu. So, und das ist ja auch nicht so, dass jeder neue Stromanbieter mir dann hier eine eigene Leitung reinlegt. Oder das, oder ja, oder das. Oder dass Wasser über ein neues Rohr reinkommt oder ähnliches. Ne? Sondern es ist ja so, es wird die vorhandene Infrastruktur genutzt. Das gefällt dem Monopolisten meistens nicht. In dem Fall halt der Telekom. Den gehört natürlich der große Teil der deutschen Infrastruktur, ne? Wenn es um Telekommunikation gehört, gehört der Telekom. Und wie es beim DSL so ist, da mieten sich natürlich dann auch die 1&1 und was es für Anbieter gibt, die mieten sich dann natürlich auch das Endstück der Telekom und das DSL läuft über die Leitung der Telekom. Das heißt, beim DSL machen wir es schon lange. Da findet es schon lange statt, dass die Telekom ihre Leitung zur Verfügung stellen muss. Und genauso muss es auch mit der mobilen Infrastruktur aussehen. Es muss einfach zur Verfügung gestellt werden. Wie es dann ausdefiniert wird, also ich verstehe absolut, dass die Telekom vielleicht sagt, okay, wir haben ein eigenes Netz aufgebaut, wir haben investiert. Jetzt kommt vielleicht ein reiner Service Provider wie eine Mobilcom hier aus Büdelsdorf und kann natürlich darüber verfügen und sagen, ich bin jetzt ein eigener Provider. Also heißt man muss es ausdefinieren. Es müssen gewisse Vorteile noch vorhanden sein für denjenigen, dem das Netz gehört. Aber es muss möglich sein und es muss realistisch möglich sein. Ja, wie gesagt, das könnte man ja möglicherweise über sowas wie eine Netznutzungsgebühr oder so realisieren. Richtig, Das genau. ja. Genau. Heutzutage glaube ich. Ja. Genau, bei den Datenleitungen, ja, sei es die einfache DSL-Leitung zu Hause, aber auch die Großleitung, die dann in Konzerne reinlaufen. Ne? Also das gibt, wir haben ja Konzerne in Schleswig-Holstein, die zahlen dann für eine Datenleitung monatlich 4.000, 5.000 Euro. Ne? Also für eine Datenleitung, der langläuft. Ist natürlich dann mit einer anderen Qualität, Quality of Service und Ähnlichem. Ja? Aber selbst diese Lines werden dann Leased Line genannt und werden dann auch von der Vodafone gemietet und an den Kunden weitervermarktet. Heißt, es gibt schon auf der Ebene des stationären Datenverkehrs ist genau das alles schon geregelt. Ja, also die Telekom kriegt ihren Obolus und trotzdem bieten die andere halt die Produkte über die Telekom-Leitung an.
Und das Gleiche muss im Mobilfunk passieren. Ich meine, wir müssen mal überlegen, im Jahr 2015 hat der mobile Datenverkehr den stationären überholt. Das heißt, die Rechenzentren und die Computer in Büros und so weiter, die verbrauchen nicht so viel Daten, wie wir mit unseren Tablets und Handys und. Das heißt, der mobile Datenverkehr ist mittlerweile das Größte, was hier stattfindet. Und das kann auf diese Art und Weise nicht funktionieren, dass jeder sagt, ich habe meine Antennen und die gehören nur mir. Also so können wir nicht arbeiten. Da kriegen wir keine sinnvolle Infrastruktur gebaut. Nun ist es aber tatsächlich so, dass auch beim schnellen Internet, beim Ausbau, haben wir eben besprochen, auch das noch massiv hakt. Und in dieser Statistik, wo Deutschland, ich glaube, bei den Industriestaaten auf Platz 16 oder sowas steht, also noch relativ großzügig gerechnet, steht Finnland auf Platz 1. Und in Finnland gibt es sogar eine Garantie dafür, dass man sogar ein schnelles Internet hat. Also es gibt dann Recht auf schnelles Internet in Finnland. Das kannst du auch einklagen da quasi. In Deutschland eigentlich unvorstellbar, sondern in Deutschland müssen Gemeinden eigentlich teilweise darum kämpfen, das zu bekommen und Geld bezahlen, dass sie überhaupt eine Leitung gelegt bekommen. Und dann bekomme ich immer die Antwort, ja, aber in Deutschland, da leben so viele Menschen, das kannst du mit Finnland gar nicht vergleichen. Aber was man da sehen muss, ist, in Finnland sind viel größere Strecken zu überwinden und die schaffen das trotzdem. Hast du eine Ahnung, wo ist da ein Unterschied zu Finnland? Also das Argument ist ja komplett falsch rum. Also das heißt, Deutschland ist viel geballter, heißt, es ist viel einfacher hier umzusetzen, als wenn du über ländliche Gegenden, und das sehe ich hier ja auch gerade als Herausforderung, und das ist ja sogar auch ein Argument, was ich dem Markt zugestehen will. Also wenn ich jetzt sage, dort ist ein Dorf, in diesem Dorf sind 14 Häuser, und das sind 17 Kilometer Kabelstrecke zu überwinden. Wir haben 112.000 Euro Kosten. Das ist nicht umsetzbar. Solche Argumente verstehe ich. Ne? Also heißt, man kann nicht immer mit Glasfaser arbeiten. Aber wir haben nicht zuletzt 4G. Da brauchen wir nicht mal 5G für. Das heißt, mit einem ordentlichen 4G-Mast und einem ordentlichen 4G-Router zu Hause habe ich einen Workaround, der wesentlich schneller geht, wesentlich einfacher ist. Heißt, wir können in so ländlichen Gebieten sollten wir halt auch mal aufs mobile Netz ausweichen. Und dann haben wir auch viel schneller die Lücken geschlossen, anstatt wirklich aufs kleinste Dorf in jede Ecke wirklich Glasfaser zu tragen. Ich weiß nicht, ob das wirklich wirtschaftlich sinnvoll ist. Wir sollten das in den Städten auf jeden Fall machen und in den Gemeinden. Aber ob es überall wirklich nötig und möglich ist, weiß ich nicht. Wage ich tatsächlich manchmal zu bezweifeln. Also einer der Ansätze wäre vielleicht auch, dass in Finnland auch eine staatliche Planung dafür gibt. Also die treiben das eben auch staatlich voran, weil sie sagen, das ist ein Kernbestandteil einer guten Infrastruktur in Finnland und gehört auch mit zur Daseinsvorsorge. Und deswegen müssen wir das realisieren. Deswegen eben auch dieses festgeschriebene Recht auf einen schnellen Internetanschluss. Und im Sinne des, also ich meine, da geht es ja nicht nur um die Privatanbieter in Deutschland, es geht ja auch um kleine und mittelständische Unternehmen und Ähnliches und damit auch um die Einnahmen von Kommunen, um Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Und das ist es der Punkt, wo ich da nicht mitgehen kann, wenn Herr Altmaier mir sagt, ja, dann müssen Sie unseren Unternehmen doch vertrauen, sondern da muss man auch sagen, okay, ich als Staat muss jetzt verhandeln. Ja, das ist in Deutschland, jetzt haben wir seit Corona sehr bekannt, dass bei uns viel föderal auf Länderebene stattfindet. Das weiß jetzt ja wahrscheinlich jeder. Und so ist es dann auch mit dem Datenausbau. Das geht dann auf Länderebene und das wird ja immer weiter runtergebrochen, sodass du irgendwo immer irgendwelche kleinen regionalen Betreibergesellschaften hast, wie jetzt hier bei uns zum Beispiel eine Nordischnet oder. Ne? Und die bauen dann halt regional das Glasfaser aus. Und mir gefällt es auch nicht, diese ganze Art und Weise, weil dann natürlich einzelne Haushalte, zum Beispiel jetzt Fockbeck hinter Rendsburg, da wurde jetzt ausgebaut und da war es dann so, da haben die Haushalte 2.000 Euro für ihren Glasfaseranschluss bezahlt. Ich wage zu bezweifeln, dass jeder Mensch 2.000 Euro für seinen Glasfaseranschluss bezahlen kann. Also das ist ein Kostenpunkt, der sollte nicht dann am Ende bei den Privatkunden landen, sondern das sollte wirklich vorgeregelt sein, dass die Infrastruktur steht, weil so wird wirklich ausgegrenzt. Man kann ja durchaus, was die Telekom ja auch macht, sie betreibt ja auch Vectoring, bedeutet, dass sie dann halt quasi die Kupferkabel bündelt und dadurch auch eine höhere Bandbreite generiert, wäre für mich dann im Zweifel auch okay. Wirklich relevant ist ja nur, was kommt am Ende beim Nutzer an?
Und wenn die Telekom es wirklich schafft, mit Vectoring da über 30, 40 Mbit solide, konstant und qualitativ anzubieten, dann sollen sie es so machen. Aber das ist ja nicht an allen Standorten der Fall. An manchen Standorten muss einfach noch ausgebaut werden und da fehlt Infrastruktur. Und das ist dann, würde ich sagen, nicht die schönste Lösung, wenn wir in Deutschland gefühlt 1000 kleine Firmen haben, die jetzt Glasfaserausbau betreiben, alle mit einem eigenen Pricing, mit einer eigenen Idee dahinter. Ja, was zahlt ein Privatkunde, was zahlt ein Geschäftskunde, wie viel muss überhaupt für den Anschluss gezahlt werden, in was für ein langes Dauerschuldverhältnis können wir den Kunden überhaupt treiben dafür, dass wir Glasfaser ausbauen. Ja, das heißt, bei Firmen ist es mittlerweile üblich, wenn wir sagen, wenn jetzt eine Vodafone sagt, wir bauen bei ihrem Standort Glasfaser aus, dann binden sie die Firma auf 5, 6 Jahre in ihrem Vertrag. Ja, also das ist wirklich eine Sache, da gehört es, wir brauchen viel mehr staatliche Regulierung und viel mehr von Bundesseite. Und da ist Finnland einen ganz klaren Vorteil. Absolut, ja. Nun ist es ja so, ich habe relativ viele Apps sozusagen auf meinem Handy drauf. Das heißt, ich habe hier Facebook drauf, ich habe hier WhatsApp drauf und ich habe Instagram drauf. Das heißt, ich habe da ziemlich vielfältige Sachen drauf. Aber jetzt lese ich gerade in den USA, versuchen sie jetzt gerade das auseinanderzuhauen. Also irgendwie scheint es ja da ein Problem zu geben. Das heißt, das, was mal als vielfältig gestartet ist, das Internet und als Sache von unten, also so habe ich das jedenfalls begriffen, ist sozusagen momentan mittlerweile in der Hand von wenigen. Genau. Das heißt, du hast die Big Player, weil das ist ja der Witz. WhatsApp und Instagram gehören mittlerweile auch zu Facebook und Herrn Zuckerberg. Und Google ist ja auch breit aufgestellt. Das heißt, mit Android-Betriebssystem, mit der Suchmaschine Google, die wirklich, glaube ich, alles aufgefressen hat. Also ich erinnere mich, in der Uni hatten wir immer so ganz unterschiedlichste Suchsysteme, MetaGer und sowas. Also irgendwie sowas erinnere ich mich. Und dann kam irgendwann Google und hat alles aufgefressen. Ist das der richtige Weg, was man in den USA jetzt versucht, sozusagen wieder eine Entflechtung dahin zu bekommen? Absolut, absolut. Also das Internet führt gerade dazu, dass wir fast in jeder Branche irgendwie Monopolisten aufbauen. Ich habe letzte oder vorletzte Woche habe ich Tagesschau gesehen und dann kamen die Charts, die Jahrescharts. Und üblicherweise kennt man das ja so, dass dann von allen Geschäften die Verkaufszahlen gesammelt werden. Nee, jetzt wurden mir die Spotify-Charts gezeigt. Das heißt, von einem privaten Anbieter wurde mir von der Tagesschau gezeigt, welche Songs wurden dort am meisten gehört. Ne? Das ist dann vielleicht auch Deezer und Juke und wie die ganzen Anbieter alle heißen, gibt, spielt keine Rolle mehr. Ne? Also das heißt, die Marktmonopolisten, die wachsen so groß aus, dass sie nachher der Markt sind. Ja, wie Amazon ist der Markt zum Einkaufen. Spotify ist der Markt zum Musikhören. Google ist der Markt zum Suchen. Das heißt, wir bauen einen Monopolisten nach dem anderen aus und die Kleinen finden gar nicht mehr statt und haben keine Chance. So, das Ganze wird dann auch noch unterfüttert, wenn wir dann eine Telekom haben oder auch eine Vodafone, die komplett gar nichts mehr auf Netzneutralität geben und sagen, in meinem Vertrag habt ihr ein Social Plus, ihr könnt Spotify ohne Verbrauch von Datenvolumen bei mir hören. Ja, welchen Music Player installiere ich mir dann bitte? Ich nutze den, der nicht mein Datenvolumen leer macht. Und das bieten die mittlerweile mit diversen Produkten an, für Social, für Facebook geht nicht auf die Daten und so weiter. Ein kleines Startup oder ein neuer Anbieter hat überhaupt gar nicht die Möglichkeit, mit der Telekom in Verhandlungen zu gehen, dass es nicht aufs Datenvolumen geht. Und wenn dann medial nur noch die eine einzige Firma stattfindet und auch nur die einzige Firma vom Mobilfunkanbieter ohne Datenvolumen versehen wird, da arbeiten wir komplett auf Monopolstellung zu. Der Markt ist komplett langweilig, weil es keine Konkurrenz mehr gibt. Du hast ja eben Begriff genannt, Netzneutralität. Klingt irgendwie ganz positiv. Was ist Netzneutralität? Netzneutralität ist was in Amerika gerade kaputt geht, was wir ja eigentlich noch haben sollten, was aber, wie ich es schon gesagt habe, auch von den Betreibern schon ziemlich unterwandert wird, wie von der Telekom. Es geht darum, um die Gleichbehandlung von Datenpaketen. Ob ich jetzt ein Datenpaket runterlade oder du oder eine Firma oder eine wichtige Person, eine unwichtige Person, alle Daten werden gleich behandelt und der gleichen Geschwindigkeit rausgeschickt oder auch empfangen. Das wäre die Idee von Netzneutralität. So,
Die Netzbetreiber arbeiten natürlich immer eng an irgendwelchen Workarounds, das zu umgehen. Wie man jetzt halt an den ganzen Geschichten sieht, Spotify geht nicht aufs Datenvolumen, Netflix geht nicht aufs Datenvolumen. So, das ist natürlich an der Netzneutralität vorbei. Nein, man kann sich natürlich gewisse Workarounds vorstellen, wenn man sagt, okay, das Netz ist ausgelastet, dann wird die Polizei priorisiert oder die Rettungswache. Ja. Also solche Geschichten kann man sich natürlich ausdenken und machen dann auch Sinn. Aber de facto wird es ja nicht dafür genutzt, es wird für andere Sachen genutzt. Es wird für kommerzielle Zwecke wird es halt konterkariert. Ne? Und das ist dann nicht Zweck der Übung. Also da müsste man schon mal genau reinschauen, dass es auch nicht weiter ausufert, das Ganze. Ist das in Deutschland fest geschrieben, oder ist das sozusagen moralischer, irgendwas, was man moralisch erreichen will, oder gibt's, oder, nein, oder wie nein, ist das? Nein, das ist festgeschrieben. Also wenn es nur um die Moral geben würde, dann wäre es den Mobilfunkanbietern in dem Beispiel komplett egal. Na, das, eine Firma wirtschaftet ja nicht nach Moral, sondern nach Gewinn. So, also das ist schon festgegeben, aber man sucht sich halt seine Nischen und Lücken und so machen es die Anbieter halt auch. Und da müssen wir halt schauen, dass es nicht weiter ausufert, weil das diese ganze Monopolsituation noch wesentlich weiter und schneller nach vorne treiben würde. Na, dass wir wirklich keinen freien Markt mehr haben, sondern einen gesteuerten Markt. Na, das ist dann, ich gehe aus der Haustür und da steht immer schon das Taxi parat, was mich umsonst zu Edeka fährt. So, dann gehe ich vielleicht nicht mehr zu Aldi oder Lidl, sondern ich steige immer in dieses kostenlose Taxi. Ist dann nicht gut, weil die anderen vielleicht auch günstiger sind oder ein besseres Angebot haben, aber das nehme ich dann gar nicht mehr wahr, weil ich halt erstmal, ne, diesen Weg umsonst habe. Also das sollte so nicht sein. Netzneutralität ist schon ein wichtiger Punkt. Den wir auch beibehalten sollten und den wir auch kämpfen sollten tatsächlich. Das ist, glaube ich, denke ich auch. Als Linke wichtig. Ich glaube, das ist auch ganz zentral. Also gut, dass du es auch erwähnt hast. Das verstehe ich auch gerade so. In meinem Telekom-Vertrag ist nicht genau so etwas, was du eben erzählt hast, auch verankert, dass ich halt bestimmte Sachen dann quasi umsonst nutzen kann. Logisch, ja klar. Andere haben dann weniger Chancen. Genau. In dem Zusammenhang, wo du gesagt hast, Moral und so, da passt eine Frage ganz gut einer Nutzerin von Sonja. Und zwar fragt Sonja in diesem Zusammenhang, wie kann man gerade Angebote für Menschen mit Behinderungen herstellen? Das heißt Barrierefreiheit. Also ich weiß, dass wir bei unserer Seite, auch damals bei der Landesseite, drüber geguckt haben, jemanden haben drüber gucken lassen, der uns gesagt hat, hier und da müsst ihr noch was tun für Barrierefreiheit. Das heißt, dass Sachen auch für Menschen, die nicht sehen können, erreichbar sind oder dass Sachen halt auch vorgelesen werden können. Aber das ist ja nicht festgeschrieben für den Privatbereich. Das heißt, für staatliche Seiten ist es festgeschrieben. Lustigerweise ist übrigens dieses Gesetz veröffentlicht worden in einem Anzeigenblatt, was selbst nicht barrierefrei ist, aber das nur nebenbei. Aber für den Privatbereich ist das nicht festgeschrieben. Eigentlich müsste man da auch was tun, oder? Absolut. Also das ist wieder so ein Punkt, der gesetzlich reguliert werden muss. Ne? Also es kommen ja neue Sachen, die kann man ja nicht im Vorweg regulieren. Ne? Das heißt, den Punkt, da kam man auch vor 10, 15 Jahren gar nicht drauf. Aber jetzt natürlich möchte jeder im Internet einkaufen, möchte jeder im Internet sich informieren. Ne? Und natürlich müssen wir das barrierefrei gestalten. Das heißt, die Firmen müssen dazu gezwungen werden, wenn sie ein kommerzielles Angebot haben, dass man damit schon mal anfängt, ja, dass es barrierefrei zugänglich ist. Im Ganzen sollte eigentlich jede Homepage barrierefrei sein. Ob es jetzt die Privat-Homepage von einer Privatperson ist, die über etwas informiert und vielleicht nicht dieses technische Knowledge hat, um es herzustellen. Das kann man erstmal außen vor lassen. Aber große und kommerzielle Angebote sollten gesetzlich verpflichtend barrierefrei sein. Also ohne Frage. Ja, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Eben hattest du ein bisschen was auch über die Lücken gesagt. Ich sehe eigentlich noch mal eine andere Lücke, die noch mal weitaus gefährlicher ist. Das ist leider ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber solche Organisationen wie Netzpolitik und auch der Chaos Computer Club haben ja eine Sache gerade in den letzten Jahren sehr in den Vordergrund gestellt, dass unsere Geheimdienste sogenannte Staatstrojaner einsetzen wollen.
Kannst du erstmal beschreiben, was sind Staatstrojaner eigentlich und was ist daran das Problem möglicherweise? Ja, Staatstrojaner ist quasi eine vom Staat initiierte Spy-Software. So, die der Staat dann bei Bedarf, wenn es legitimiert ist, nutzen kann, um Daten abzuziehen und zu schöpfen. So, ist dann die Frage, ob man diese wirklich prophylaktisch installieren darf und sagt, ich nutze sie ja erst dann, na, also ich nutze sie ja noch nicht. Also man muss immer, ich finde immer so die Vergleiche zur Realität dann ganz schön, von digital zu real. Der Staat bricht ja auch nicht meinen Aktenschrank auf und sagt, ich lese noch nicht. Ne? So, ne? So, also ich finde immer, diese Vergleiche sind immer ziemlich veranschaulichend. Ne? Und genauso verhält es sich da dann auch. Also ich finde es ungünstig, wenn der Staat etwas auf mein Gerät packt, ohne dass ich irgendeine kriminelle Handlung ausgeübt habe, nur prophylaktisch, um etwaig dann mal auf mich zugreifen zu können. Na, also das ist so ein bisschen Kriminalisierung meiner Persönlichkeit. So fühle ich mich dann. Ich fühle mich dann kriminalisiert. Na, und das Vertrauen in den Bürger geht dann ja auch verloren, weil wir ja quasi jeden Bürger und jede Firma erstmal unter Generalverdacht stellen. Na, also ist ein sehr, sehr fragwürdiges Thema, finde ich. In dem Zusammenhang, wir hatten das Thema im Wirtschaftsausschuss, wir hatten da auch jemanden vom Bundesnachrichtendienst eingeladen. Und in dem Zusammenhang fiel dann auch dieser Begriff Zero-Day-Exploits. Das heißt sozusagen, das sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Sicherheitslücken, die aber bewusst auch vom Geheimdienst offen gehalten werden, um eben diese Staatstrojaner da reinzubringen. Und da hat der Datenschutzbeauftragte hat damals sehr kritisiert, dass damit der Staat sozusagen Sicherheitslücken kennt, aber die offen hält und die können aber dann auch von Kriminellen beispielsweise genutzt werden. Ja, da könnte man jetzt wieder genauso ein Beispiel zur Realität ziehen. Ne? Also will ich jetzt gar nicht malen, das Bild, aber das kann der Staat in Anführungsstrichen nicht bringen. Na, natürlich will er seine Software dann etwaig einschleusen, aber doch nicht unter der Prämisse, dass eine Firma einen Sicherheitsleck hat, worüber auch Kriminelle sich einschleusen könnten, Informationen abziehen könnten. Das ist ja auch marktwirtschaftlich, wenn wir jetzt mal in so ein CDU-Mind gehen, ja, also gar nicht sozial oder solidarisch denken, sondern rein wirtschaftlich denken. Ja, dann kommt eine Firma aus China und klaut das Wissen von der Firma aus Deutschland und produziert das Produkt dort günstiger. Also selbst unter einer marktwirtschaftlichen Prämisse ist das nicht gut. In dem Zusammenhang habe ich dann auch mal die Frage gestellt, wie sieht es aus mit dem IoT, dem Internet of Things? Kannst du erst mal vielleicht beschreiben, auch für unsere Zuschauerinnen, was ist das IoT, was ist das Internet of Things überhaupt? Genau, also das Internet der Dinge heißt, ne, langsam nimmt jedes Gerät wirklich statt, findet wirklich statt. Ja, das heißt, der Kühlschrank, der automatisch nachbestellt, wenn der Käse leer ist, natürlich bei Amazon dann wahrscheinlich oder ähnliches. Ne? Das ist der Fernseher mit Smart-Funktion, der schon weiß, was du gucken willst. Also das sind deine ganzen Geräte, die früher überhaupt gar kein Internet brauchten, ja, aber jetzt alle mit inkludiert werden in dein Home-System, was du dann vielleicht auch alles von deinem Handy steuern kannst. Dann kannst du vielleicht von deinem Handy schauen, wie viel Grad hat mein Kühlschrank, mache ich meinen Backofen an. Also es klingt jetzt ein bisschen negativ, wie ich es darstelle. Natürlich kann das schöne Funktionen haben. Natürlich kann es großartig sein. Gerade so diese Heizfunktion kann eine Menge Kosten sparen. Ne? Warum soll ich, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin, die Heizung anhaben? Ich kann natürlich auch einfach auf mein Handy schauen, es runterstellen und vielleicht kurz bevor ich nach Hause komme, es einstellen oder ähnliches. Ne? Aber zum Thema Datenschutz und IoT ist halt einfach der Punkt, wir haben eine Million verschiedene Geräte und Produkte im Angebot aus 1 Million verschiedenen Ländern, von 1 Million verschiedenen Herstellern. Heißt, wir haben überhaupt gar keinen technischen Standard. Wir könnten gar nicht, selbst wenn wir wollten, einen Datenschutzstandard darüber legen, weil die ganz unterschiedlich funktionieren und die Architektur der Produkte oder ähnliches komplett differenziert ist. Wir haben ja auch keinen internationalen Standard, geschweige denn einen europäischen Standard. Heißt, Datenschutz sicherlich wäre gut, aber es ist sehr schwer umsetzbar. Da muss man wirklich drum kämpfen. Und da muss man stark drum kämpfen. Ja, weil so, die Firmen machen es nicht freiwillig. Die wollen natürlich einfach ihren freien Weg haben. Und das zu regulieren ist natürlich schwierig. Also man muss sich anstrengen. Man kann nicht
mal eben das Ganze regulieren, sondern man muss wirklich erstmal eine technische Linie finden. Wie funktioniert es? Worauf kann ich dann überhaupt ansetzen? Worauf kann ich andocken? Wir brauchen erstmal eine harmonisierte Ebene, dass wir es überhaupt bemessen können und überhaupt eine Datenschutzrichtlinie rübersetzen können. Also das heißt, wir sind sogar noch ein, zwei, drei, vier Schritte vor dem Datenschutz. Soweit sind wir noch lange nicht. Es hat auch schon wieder, springen wir nochmal wieder in so ein FDP-Mind. Ja, es hat ja auch den Vorteil, wenn jetzt eine deutsche Firma hier ein Produkt entwickelt, was wiederum aus Datenschutzperspektive großartig ist, wo meine Daten sicher sind, hat man ja auch einen Mehrwert. Das heißt, ich kann das Produkt viel besser anbieten und Ähnliches. Ne? Das heißt, die Firmen sollten schon dazu beraten werden, auch wirklich ein Auge darauf zu legen, nicht nur aus Datenschutzgründen, sondern tatsächlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie da, denke ich mal, ein besonderes Merkmal dann auch hätten. Ich würde sogar sagen, das müsste eigentlich vorgeschrieben werden, bestimmter Update-Zyklus. Also in dieser Sitzung des Wirtschaftsausschusses habe ich genau das auch vorgeschlagen. Und die Reaktion von Herrn Altmaier war, ja, das muss man den Unternehmen überlassen. Wir vertrauen da unserer deutschen Wirtschaft, wo ich sagen kann, ja, schön und gut, aber wir haben das so häufig gesehen, dass Vertrauen da eben nicht ausreicht, sondern man muss eben auch Leitplanken setzen. Genau, das ist ganz wichtig, dass da Leitplanken gesetzt werden, ne? Anhand dessen die Firmen sich dann orientieren können. Aber es ist halt tatsächlich schwer, weil wir dann ja auch Produkte zu Hause stehen haben, die dann vielleicht mal gar nicht aus der EU angeliefert werden und eine Software haben, die wir überhaupt nicht durchschauen können oder Ähnliches. Ne? Also es ist schon schwierig, aber wir brauchen diese Leitplanken und Produkte, die nicht in diese Leitplanken passen. Die dürfen dann halt nicht auf dem deutschen Markt verkauft werden. Ja, denke ich auch. Naja, und in dieser Sitzung eben, das war eben mit dem vom Bundesnachrichtendienst auch, habe ich dann auch die Frage gestellt, plant der Bundesnachrichtendienst denn tatsächlich auch Staatstrojaner im Bereich von IoT einzusetzen, also vom Internet der Dinge? Und da hat er gesagt, da kann er natürlich aus nachrichtendienstlichen Gründen kann er da nicht drauf eingehen und die Frage beantworten. Scheint auf jeden Fall offen zu sein, diese Frage. Und da ist mir eingefallen, dass es 2017 ja schon mal einen Fall gab. Also 2017 geht man wohl davon aus, dass so ein Staatstrojaner von den USA geklaut worden ist oder so eine Sicherheitslücke und dann eingesetzt worden ist, um bestimmte Einrichtungen zu erpressen. Und dann ist es, glaube ich, auch dazu gekommen, dass auch in Großbritannien unter anderem Krankenhäuser lahmgelegt worden sind mit Intensivstationen, mit Beatmungsgeräten und Ähnlichem, die da eben mit eingebunden waren. Und das ist, glaube ich, eine der größten Sorgen. Ich glaube auch, wo wir uns als Linke große Sorgen drum machen sollten, dass eben so eine vollkommen vernetzte Welt, die diesen Spielregeln unterworfen ist und wo sozusagen auch nochmal Nachrichtendienste auch nochmal eine Rolle spielen, dass das enorm störanfällig sein kann, bis hin zu lebensbedrohlich für die Menschen erstmal im Krankenhaus. Aber wenn ich dann erstmal an andere Einrichtungen denke, wenn ich an unsere Stromversorgung denke, Atomkraftwerke, ich meine, die ging glücklicherweise in Deutschland 2022 jetzt vom Netz, aber woanders gibt es noch immer Atomkraftwerke, da können neue Bedrohungen auf uns zukommen oder male ich das einfach zu schwarz? Nein, das ist absolut richtig. Das sind natürlich jetzt so die Worst-Case-Szenarien, ne? Dass ein Trojaner in ein Atomkraftwerk geht und Ähnliches. Ist realistisch, muss man behandeln, ja, muss man auch einen Riegel vorsetzen. Ne? Aber ich glaube, tatsächlich im Alltag treffen uns diese kleinen Themen viel mehr. Firmen, die sich nicht an Datenschutz halten. Ne? Ich habe mal gelesen, dass eine Großkanzlei in London, da hat der Chef den Mitarbeitern so einen Fitness-Tracker geschenkt. Und wenn die Mitarbeiter mehr als 8 Stunden täglich schlafen, kriegen sie mehr Gehalt. Ne, so, er misst den Schlaf der Mitarbeiter. Okay. Ne, so, und wenn die genügend Schlaf haben, bekommen sie mehr Gehalt. Ne, so, und das ist ja ein Modell, man sieht das ja quasi schon vor Augen, ne, dass die Krankenkasse dann vielleicht mal zu uns sagt, ja, wenn sie dann nachweislich über 10.000 Schritte am Tag gehen, dann wird ihre Gebühr günstiger. Das kann man ja alles mit diesen IoT-Geräten wunderbar nachvollziehen. Das Spiel wird sich dann aber irgendwann umdrehen. Dann wird daraus, wenn du nicht 10.000 Schritte gehst, versichere ich dich nicht. So wird dieses Spiel dann irgendwann umgedreht. Und das ist meines Erachtens die größte Gefahr. Also, dass wir aufpassen, dass wir dieses ganze IoT,
was wir vielleicht zur privaten Amüsierung haben, nicht dafür preisgeben, dass unser Arbeitgeber oder Firmen das nutzen können, um Menschen noch produktiver zu machen, ja, um sie noch mehr, noch transparenter zu machen, noch mehr um die Privatsphäre einzugreifen. Also das ist, denke ich, die größte Gefahr, die wir gerade im IoT haben. Und ja, mit dem Abhören natürlich, das ist ja sogar bekannt, dass bei Amazon, da gibt es ja den, ich glaube, bei Amazon heißt es Alexa, ne, dieser Sprachassistent. Ja. Ich weiß nicht genau, ich boykottiere die Sprachassistenten, weil ich eigentlich ungern, ja, möchte nicht gerne, dass alle Gespräche von mir mitgehört werden. Und dem ist ja auch so, wenn Alexa reagiert auf gewisse Keywords, dann muss Alexa ja auch wissen, auf welche Wörter es nicht reagiert und muss die Wörter, auf die es nicht reagiert, ja auch hören und nachvollziehen. Na, das heißt, alles, was ich jetzt mit meinen Freunden in einem Raum spreche, wird von Amazon aufgezeichnet, wenn ich den Alexa da stehen habe. Oder von Google oder von Siri. Gibt es ja von verschiedenen Anbietern. Na, also diese Sprachassistenten sind eine große Gefahr. Und da würde ich gerne mal wissen, was passiert mit diesen Daten, die dort aufgezeichnet werden. Da gibt es keine Transparenz hinter. Na, also Datenschutz, IoT, aber Datenschutz und Internet ist sowieso ein ganz großes Thema. Ich habe vor 3 Jahren habe ich mal ein bisschen Korrespondenz mit einem Rechtsanwalt gehabt, über das E-Mail-Postfach, Gmail. Und dann hatte ich 2 Tage später Werbung für Rechtsanwaltsberatung drin. So, und dann habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt ja so, als ob Google zu Hause meinen Briefkasten aufreißt, also meine Briefe, die durchliest. Okay, kann ich irgendwas davon für Werbezwecke nutzen, wieder zusammenfaltet und wieder reinsteckt. Das heißt, ja, also, das ist das Internet. Das heißt, wir müssen viel mehr regulieren. Wir müssen viel mehr einen Riegel davor schieben. Der Mensch ist nicht geschützt vor diesen ganzen Eingriffen. Ja, habe ich auch den Eindruck. Also ich habe auch einen Bericht darüber gelesen, dass teilweise halt das, was wir da eingeben, auch in diese, gibt ja diese Boxen, die du hinstellen kannst, auch von Google irgendwie, ich weiß nicht, wie die heißen, irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe sowas nicht, aber ich weiß, dass Leute sowas in ihren Wohnzimmern rumstehen haben. Und dass das teilweise dann halt von irgendwelchen Leiharbeiter, also nichts Böses darüber, aber in Heimarbeit sozusagen ausgewertet wird. Das heißt, sie sitzen zu Hause an ihrem PC und hören sich das dann schön an, was da gesprochen wurde, um dann nochmal das zu verbessern, bessere Tipps zu geben und so weiter und so fort. Aber das ist irgendwie strange, diese Vorstellung, weil ich schon den Anspruch habe, wenn ich hier zu Hause bin und mich mit jemandem unterhalte, dann will ich, dass ich mich mit der Person unterhalte, aber will ich nicht, dass irgendjemand anders die Unterhaltung abhört. Richtig, das ist dieses Bewusstsein, ne, was wirklich dahinter steckt. Das haben wir in so vielen Feldern des Lebens so. Ne? Man kauft sich sein Fleisch, aber macht sich nicht bewusst, wie wird das Tier gehalten. Ja. Also ich kaufe mir meine Google-Sprachbox, aber ich bin mir überhaupt nicht bewusst darüber, was passiert damit? Wie werde ich abgehört? Wer wertet das aus? Ne? Also darüber machen sich viele Leute keine Gedanken und es wird ausgewertet. Ja. Ne? Und wir haben, weil es auch einfach zu neu ist, zu innovativ, zu schnell, und wir haben dann wahrscheinlich eher ältere Personen, die das Ganze dann bewerten und vielleicht auch gar nicht so unbedingt ganz nachvollziehen. Wir kommen da gar nicht hinterher mit dem Datenschutz. Wir sind, das Internet oder der Markt ist uns so weit voraus. Wir haben aktuell sowas von verloren. Also da müsste ziemlich schnell ziemlich viel passieren. Ja, kleine Anekdote. Ich musste mal eine Anzeige aufgeben, in einem Revier wegen einer Holocaust-Leugnung und auch persönlichen Bedrohung, wo mich jemand auch persönlich bedroht hat. Und dann saßen wir da und habe ich gesagt, ich kann Ihnen das mal ganz kurz schnell zeigen, die Einträge und so und wo derjenige das und das geäußert hat und könnten Sie das sichern und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, ich bin noch nicht so lange an diesem PC. Können Sie mir mal sagen, wie mache ich denn hier den Browser auf? Ich dachte, okay, wenn das so die Art ist, wie das verfolgt wird, Kriminalität im Internet, dann gute Nacht, weil ich meine, dann sind wahrscheinlich die, die im Internet unterwegs sind, ein bisschen schneller als diejenigen, die diese Straftaten sozusagen verfolgen. Ja, wir hatten das ja auch zuletzt jetzt bei Jan Böhmermann zum Beispiel, war noch ein gutes Beispiel. Da wurde doch auch
7-mal oder so auf seinen Namen zugegriffen an einem Tag am Polizeicomputer, weil die sich vorher nicht einloggen mussten und man weiß nicht, wer jetzt darauf zugegriffen hat, ne, und Ähnliches. Mhm. Also heißt natürlich auch bei unseren Behörden, auch bei der Polizei, fehlt dann natürlich Expertise zum einen und dann auch die Systeme, dass es wirklich sicher ist. Gerade solche Daten in Zeiten, wo irgendwelche Rechtsextremisten Menschen umbringen, vermehrt, ja, sollten natürlich dann viel mehr unter Verschluss sein. Und man sollte genau wissen, wer greift auf welche Daten zu. Ne? Weil wir haben natürlich gewisse rechtsextreme Strukturen auch in der Polizei. Und wenn welche von diesen Personenkreisen auf solche Daten Zugriff nehmen und dann irgendwelchen Attentätern die Daten geben, das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Nee, also deswegen sage ich auch immer, wir brauchen eine rechtsstaatliche Polizei, aber wir brauchen eine demokratische Polizei und wir müssen eine gut ausgebildete Polizei haben. Und ich glaube auch gerade in digitalen Dingen gut ausgebildete Polizei haben, um da auch standhalten zu können, weil das sozusagen ein Fundament unseres Staates eigentlich sozusagen ist. Also ja, richtig. Ich glaube, da muss eine kluge Linke, solange wir unsere Welt noch nicht so gut ist, wie wir es gerne hätten als Linke, muss sie, glaube ich, stark darauf drängen, dass da massiv an Reformen was stattfindet. Ja, absolut. Kommt da gar nicht drum herum. Ja. Wir waren jetzt neulich in Dänemark im Urlaub Silvester. Und ich kann dir erzählen, wir mussten nicht einmal Bargeld nutzen in Dänemark. Also es war eine ziemliche Absurdität. Nun ist es so, dass es ein bisschen in Deutschland ein bisschen anders ist. Und dazu haben wir jetzt auch gerade eine Frage gekriegt, ob denn diese Digitalisierung auch des Zahlungsverkehrs eine Problematik ist. Also und vielleicht noch eine ganz nette Anekdote im Lieblingsrestaurant in Hamburg. Ich sage ja mal jetzt nicht, welches das war. Ich habe auch in Hamburg studiert eben und da waren wir nett gegessen im Sommer und dann ging es ans Bezahlen und dann fragte ich den Kellner, es ist ja jetzt Corona, dann können wir mittlerweile auch digital bezahlen sicherlich. Und dann sagt der Kellner, was? Nein, auf keinen Fall. Digitales Bezahlen wird es bei mir nie geben. Die haben ja Corona nur erfunden, um das Bargeld abschaffen zu können. Ja. Klar, da gibt es eine Menge an Fake News, eine Menge an Verschwörungstheorien. Aber kann das auch eine Problematik sozusagen sein, dass man nach und nach sozusagen ausschließlich auf digitalen Zahlungsverkehr umsteigt? Also wir haben in Deutschland eine sehr geringe Akzeptanz für den digitalen Zahlungsverkehr. In skandinavischen Ländern, wie du es selber beschreibst, in Dänemark, ja, aber auch in Schweden, ne, verhält es sich so, dass es voll akzeptiert ist, dass man in vielen Geschäften nur noch digital zahlen kann. Dass es gar nicht mehr anders funktioniert. In Deutschland ist es so, dass die Leute da sehr viel Vorbehalte haben und sehr viel Angst. Zum Teil wahrscheinlich dann auch gerechtfertigt. Ne? Wir sehen jetzt ja nicht zuletzt Wirecard oder. Ja. Ne? Also welche Firma arbeitet denn da mit meinem digitalen Konto, bei meiner digitalen Internetbank, die keine Filiale hat? Ne? Also dass da ein unsicheres Gefühl beim Menschen entsteht, verstehe ich schon. Aber ich denke, dass man, sind wir wieder beim Thema Leitplanken, wenn man da die richtigen Leitplanken setzt, dann ist es natürlich im Zuge der Zeit, wird es kommen. Na, wir als Linke sollten nur ein Augenmerk darauf legen, dass die Leitplanken auch tatsächlich richtig gesetzt werden. Und dann wird es natürlich abgeholt werden. Na, das macht natürlich, man hat Angst, dass es in die Privatsphäre reingeht, dass der Staat weiß, wie viel Geld habe ich? Ich habe keine Bargeldreserve mehr. Es ist nichts mehr geheim oder Ähnliches. Ne? Solche Gedanken haben die Menschen und ganz abholen kann man sie tatsächlich ja auch nicht. Es ist nun mal so, dass jemand darauf Zugriff nehmen könnte, im Zweifel dann der Staat, um zu gucken, wie ist dein Kontostand. Ja? Der Staat kann natürlich nicht mal eben gucken, wie viel Geld hast du unter deinem Sofa. Aber im Ganzen wird es auch hier langsam peu à peu so kommen, dass der digitale Zahlungsverkehr den ganz normalen Zahlungsverkehr ablöst. Und ich denke mal, in spätestens 20 Jahren haben wir gar kein Bargeld mehr. Also ich kann damit relativ gut umgehen. Ich habe tatsächlich meistens die Problematik, dass ich kein Bargeld in der Tasche habe. Und das ist manchmal ein bisschen blöd für mich. Aber
Ich glaube, es geht wirklich um diese Leitplanken. Und da sind wir eigentlich bei dem auch, was wir als Ausgangspunkt hier hatten, wo es auch grundsätzlich um die Schulen geht, um die Frage der Gerechtigkeit geht, auch im Prozess der Digitalisierung. Und das siehst du hier auch wieder. Das Problem ist ja auch bei Wirecard nicht irgendwie die Digitalisierung oder so gewesen, sondern bei Wirecard hast du ja unterschiedlichste Sachen gesehen. Du hast Finanzaufsicht gesehen, die selbst spekuliert hat mit den Aktien. Du hast eine Bundeskanzlerin Merkel gesehen, die nach China gereist ist, um für Wirecard Werbung zu machen. Du hast eine Finanzaufsicht gesehen, die gegen kritische Journalisten juristische Verfahren angestrengt hat. Also irre, wo wir heute wissen, die hatten vollkommen recht und die Finanzaufsicht hat sozusagen verpeilt da. Und ich meine, kein Wunder, ich meine, ich glaube, dass mein Blick auf so ein Unternehmen, mit dessen Aktien ich spekuliere und von dem ich mir Gewinne erhoffe, dass mein Blick dann nicht so absolut objektiv sein kann. Und da wären wir eigentlich nicht bei der Frage der Digitalisierung, sondern wären wir bei der Frage, was grundsätzlich in unserer Gesellschaft schiefläuft. Ja, richtig. Wir nehmen eine Commerzbank aus dem DAX raus, ja, die irgendwie aber immerhin noch stationäre Filialen hat. Das heißt, wo man im Zweifel auch mal zu Fuß hingehen kann, eine ältere Dame vielleicht, die keine andere Möglichkeit hat, und setzen dafür natürlich ganz modern, hippes Start-up wie Wirecard nach oben. Und dann ist ganz schnell, wie es so oft ist, dieses Too Big to Fail passiert. Ja. Wir lassen den Lufthansa nicht kaputt gehen. VW darf betrügen, wie sie wollen, mit dem Abgasskandal. Das können wir auch nicht kaputt gehen lassen. Und so wurde dann natürlich auch Wirecard angesehen. Es ist ein DAX-Unternehmen. Es ist relevant für die deutsche Wirtschaft. Also natürlich stehen wir da voll hinter. Aber dass das so nicht funktionieren kann, haben wir jetzt ja erlebt. Also da muss mehr kontrolliert werden, viel mehr kontrolliert werden, gerade wenn es dann um solche Summen geht. Also es ist erschreckend, was da passiert ist. Denke ich auch. Also bin ich sehr froh darüber, über die Arbeit, die da auch unsere Bundestagsfraktion und besonders Fabio De Masi, mit dem ich auch schon ein Gespräch hier hatte in dieser Reihe, da leistet. Ich glaube, das ist kaum gering zu schätzen. Und ich befürchte ganz klar, dass wir auch bei dieser Digitalisierung wieder sehen, es ist eine Machtfrage. Das heißt, es liegt nicht am Wissen, glaube ich. Und es liegt nicht an dem, was man tun könnte, sondern es liegt daran, dass es nicht getan, dass die Lobbys sind so groß, und die Politik oder die gerade regieren, haben kein Interesse daran, das zu tun. Also wie an so vielen Punkten, Bekämpfung von Armut, von Kinder- und Altersarmut, von Kriegen und so weiter und so fort, ist es auch bei der Digitalisierung. Ein paar Sachen liegen auf dem Tisch. Das heißt, gesetzlich festzuschreiben, Datenschutz, Informationsfreiheit, Netzneutralität und halt auch diese Leitplanken für Gerechtigkeit beim Ausbau des Internets, das liegt auf dem Tisch. Darüber können wir hier diskutieren, aber es bleibt eine Machtfrage. Und ich glaube, die Linke muss viel, viel stärker sich auch diesem Thema widmen. Richtig, und auch im Allgemeinen viel, viel stärker werden. Ja. Ne? Also, dass wir da auch dann wirklich Einfluss drauf nehmen können. Ja. Na, das wird ja wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr nicht besser. Wenn wir jetzt mal malen, dass da vielleicht im März oder so eine Person vielleicht Bundeskanzler wird, ja, dann wird es ja nicht unbedingt solidarischer und sozialer hier. Ja, nee, das ist eher nicht abzusehen. Sag mal, willst du das auch bei euch da im Kreis, im Wahlkreis, willst du es auch in den Wahlkampf einbringen, das Thema? Partiell ja. Also bei uns, wir haben gerade so einen ganz klaren Schwerpunkt. Gut, ich komme jetzt ja aus Hamburg, ne, und meine Frau ist Kindergärtnerin, hat auch eine Kita in Hamburg geleitet und wohnen wir ja hier und die habe ich jetzt dann mitbekommen, hier kostet das Essen an Kitas Geld für Kinder. Die kriegen eine Guthabenskarte. Und wenn das Kind diese Guthabenskarte mitbringt und die ist leer, dann kriegt das Kind kein Essen. So, ne? Und das ist in Hamburg nicht der Fall, ist in Schleswig-Holstein der Fall. Wir wollen das für uns im Kreis jetzt ändern. Wir haben tatsächlich sehr gute Gespräche gerade geführt, sogar mit Teilen der CDU, dass wir hier vielleicht sogar noch vor dem Wahlkampf, dass wir hier kurzfristig was bewegen können. Aber das ist gerade so ein bisschen unser großes Schwert quasi, ne, wo wir gerade so ein bisschen am Kämpfen sind. Und dann haben wir ziemlich viel mit Corona zu tun. Ne, auch mit unsozialen und unsolidarischen Entscheidungen, die da gefällt werden. Und dann haben wir zum Beispiel in Rendsburg immer
die internationalen Jugendspiele. Das heißt, Jugendliche aus mehreren Ländern kommen zusammen, aus England und ne, machen quasi sowas wie Bundesjugendspiele, aber dann halt auf internationaler Ebene. So, wir haben der Kulturausschuss der Stadt Rendsburg hat diese Spiele abgesagt und im selben Datum fürs nächste Jahr das Kanaljubiläumsfest zugesagt, wo sich dann 10.000 Leute auf dem großen Platz betrinken. Das heißt, wir nehmen den Jugend die sozialen Kontakte, ne, den Sport, das alles. Aber ja, ein großes Fest, wo es dann ja auch um Renommee geht. Ne, da kamen ja auch Sachen wie, was sollen Thiel und Brunsbüttel denn denken, wenn wir nicht mitfeiern? Ne? So, also es ist schon wichtig, dass wir als Linke da sind, damit das überhaupt irgendwie zu Gehör kommt, ne? Wie die ganze Situation ist. Also damit haben wir viel zu tun. Wir haben gerade ziemlich viel mit schlechten Corona-Entscheidungen zu tun, wo wir gegen angehen. Ja, und dann kämpfen wir gerade für kostenloses Kita-Essen. Also das sind gerade so unsere großen Augenmerke. Sicherlich werden wir solche Themen auch behandeln. Ob es dann ein Schwerpunkt wird, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Klimaschutz. Es kann unser Thema sein, wenn es uns gelingt, das als Gerechtigkeitsthema auch zu begreifen. Ich glaube, dann haben wir eine große Chance. Also bei Klimaschutz reden wir über Klimagerechtigkeit und hier müssten wir eigentlich über digitale Gerechtigkeit reden. Ich glaube, das ist der Kern von allem. Und ich glaube, eine Linke kann erfolgreich sein, die es versteht, diesen Gerechtigkeitsaspekt auszuweiten und eben deutlich zu machen, da geht es nicht nur um Lohnpolitik und die Brotthemen sozusagen, sondern bei Gerechtigkeit geht es mittlerweile um viel umfassendere Dinge, ein viel weiteres Thema. Und ich glaube, dass dann eine Linke gewinnen kann, die davon Verständnis hat. Absolut, bin ich ganz bei dir. Ne? Weil es wird ja jetzt gerade mal auf Schleswig-Holstein gucken. Wir malen uns da ja eine Utopie. Schleswig-Holstein nennt sich dann als das Land der KI, der künstlichen Intelligenz. Und wir sind da solche Vorreiter. Aber ich glaube, dem ist nicht im Ganzen so. Wenn man mal im Detail reinschaut, sollten wir erstmal die Sicherheit der Bürger ausarbeiten, den Datenschutz, den Zugang, die Teilhabe von jedem Bürger möglich machen, für Kinder möglich machen. Ja, wie ungerecht ist es, wenn der eine ein riesengroßes, niegelnagelneues iPad hat und der andere hat, wenn überhaupt, wenn er Glück hat, ein Tablet erster Generation von 2010 oder ähnlichem. Das heißt, es ist eine ganz andere Möglichkeit, eine Chancenungerechtigkeit, die da dann auch entsteht. Das heißt, das sind unsere Schwerpunkte, dass wir da drin erstmal für Gerechtigkeit sorgen und auch Teilhabe möglich machen, ohne Frage. Denke ich auch. Ich glaube, so können wir das auch stehen lassen. Hast du noch was, was du loswerden willst? Ansonsten ist das, glaube ich, unser Fazit, genau diese Teilhabe und Gerechtigkeit auch in der Digitalisierung möglich zu machen. Genau. Was ich loswerden will, nutzen wir die Digitalisierung und machen wir zu Weihnachten einen Videochat mit Oma und besuchen sie nicht. Ich möchte es allen dringend empfehlen. Ja, dafür können wir dann Ostern mit ihr feiern. Unbedingt. Also, das ist ganz wichtig, aber dafür muss man auch Oma sozusagen erstmal sagen, wie das geht und ihr dabei auch eine Hilfestellung geben. Ich glaube, Richtig. das ist möglich und ich glaube, es ist auch möglich, dass wir solidarisch und gut durch diese Zeit kommen und uns gegenseitig helfen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Schön, dass wir es gemacht haben. Wir sehen uns. Ich bedanke mich. herzlichen Dank und schönen Abend.